Hallo zu diesem Video. Heute geht es um die Transaktionsanalyse zur verständlicheren Kommunikation von Eric Byrne. Das passendste Argument auf unlösbare Fragen herausfiltern. Woher gibt es das? Warum fragen wir? Frage und Antwort der Philosophie. Stellen wir uns eine Person vor, die sich in unsere Position versetzt und sich fragt, welche Art der Kommunikation meinen wir denn? Hier und heute meinen wir den Informationsaustausch zwischen Menschen über das goldene Medium, Sprache. Warum aber sollten wir darauf achten, wie wir kommunizieren? In der Kommunikation passieren viele Missverständnisse, die durch das Verschlüsseln und Entschlüsseln von Nachrichten entstehen. Wir wollen so gegen Missverständnisse vorgehen, dass wir uns die Positionen von Sender und Empfänger deutlich machen. Mit der Verdeutlichung der Positionen wollen wir mehr Selbstbeherrschung bei allen Kommunikationsbeteiligten erreichen. Diese können somit unmissverständlicher kommunizieren. Drei Ichs? Das geht doch gar nicht. Oder doch? Wir können uns das so vorstellen, dass wir ein Steuerrad in unserem Kopf haben, aber drei Figuren, die steuern wollen. Nehmen wir an, dass diese Figuren ungefähr so aussehen. Das sind aber nicht nur irgendwelche Figuren, sondern die benennen wir jetzt mit Eltern, Erwachsener und Kind. Jedes Ich hat in einem Gespräch andere Eigenschaften, die sich zeigen, je nachdem wer am Steuer ist. Gehen wir zunächst einmal auf die Charaktereigenschaften dieser drei ein. Das Kind ist natürlich, was so viel heißt wie, dass es nach Lust und Laune antwortet und auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Es ist aber auch rebellisch, da es öfter mal gegen den Strom zu schwimmen versucht. Sowie intuitiv, was bedeutet, dass nicht reflektiert wird. Einfallsreich und fantasievoll ist das Kind auch. Der Erwachsene ist rational denkend, was so viel heißt wie von der Vernunft gesteuert und denkt sehr vernünftig. Er ist aber auch vorausschauend, also denkt in die Zukunft seiner Argumente. Er denkt also weiter als die anderen Figuren. Die Eltern denken fürsorglich insofern, dass sie möglichst allen alles recht machen wollen. Sie denken aber auch kritisch, da sie den Kindern den Ton angeben müssen und sich somit durchsetzen wollen. Aber auch aus Angst, etwas total Falsches zu tun. Wichtig für uns zu merken ist, dass jeder alle drei Ichs hat, sie aber je nach Person unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Warum sollten wir überhaupt darauf achten, welches Ich wir bei einem Gespräch verwenden? Wenn wir das falsche Ich im Kontext anwenden, erschwert das die Kommunikation. Beispiel. Fragt die andere Person, was machst du heute zu essen? So hat die andere Person drei Möglichkeiten zu antworten. Das erwachsene Ich würde antworten, heute kommen drei Personen zum Essen, also mache ich Spaghetti mit Tomatensauce. Das geht schnell, ist einfach und man kann es in großer Menge machen. Das Kind-Ich würde sagen, das entscheiden wir dann, wenn es soweit ist, worauf wir gerade Lust haben eben. Das Eltern-Ich würde sagen, heute kommen meine Eltern, die essen gerne gesund. Mein bester Kumpel, der isst gerne etwas Leichtes, also mache ich Fisch, da keiner Vegetarier ist und das allen passen müsste. Und welches Ich benutzen wir jetzt am besten zum Kommunizieren? Versuchen wir uns mal, das Ganze zu erklären. Kommunizieren wir mit unserem Eltern-Ich, so fällt das Gegenüber oft in das Kind-Ich. Benutzen wir das Kind-Ich gegenüber dem Erwachsenen-Ich, ist das Erwachsene-Ich schnell genervt. Benutzen wir das Kind-Ich und unser Gegenüber auch, dann ist es schwer, Kompromisse einzugehen, da jeder etwas anderes machen möchte. Das Eltern-Ich gegenüber des Erwachsenen-Ichs wäre gewöhnungsbedürftig, da beide einfach anders denken. Würde aber besser funktionieren als das Kind-Ich mit dem Erwachsenen-Ich. Kommunizierten die Eltern-Ichs miteinander, würde es nicht lange halten, sondern würde schnell in das schon beschriebene Eltern-Kind-Ich übergehen. So kommen wir zu dem Schluss, dass die Erwachsenen-Ichs untereinander die besten Voraussetzungen mitbringen, ein Gespräch zu führen, da sie sich auf die Gesprächsinhalte konzentrieren können und das Gespräch geprägt ist von Respekt und Akzeptanz. So kommen wir zu dem Fazit, dass wenn wir mit Menschen kommunizieren, Missverständnisse aufkommen, wir diese jedoch vermeiden können, indem wir unsere momentane Ich-Position in Gesprächen bewusst machen. Vielleicht sollten wir uns in einem Gespräch auch überlegen, auf das erwachsene Ich umzusteigen, da dies die sachlichste Position ist und für Gespräche sehr geeignet, da viele Missverständnisse so gar nicht erst auftreten. Hoffentlich hat euch dieses Video geholfen und vielleicht denkt ihr ja mal in einem Gespräch an die drei Ichs.